Bin überrascht, wie gut das hier gerade klar geht, hier mit dem Rumspringen und Rumgependel und was weiß ich noch alles. Ja, aber hier sind wir ja schon beim zweiten Strahl. Krass. Sesam, öffne dich. Ein bisschen was von Tomb Raider, ne? Ach Mann, das ärgert mich jetzt gerade wirklich. Oh, ich hasse sowas. Ich will euch immer alles zeigen. Testosteron! Immerhin haben wir eine Trophäe bekommen. Hui! Ist das das Kind? Ne, es ist Dexter! Wie bist du da hingekommen? Verrate es mir. Dexter, da bist du ja. Was war los? Ich hatte ein hauriges Erlebnis. War nicht deine Schuld. Willkommen, junger Krieger. Es ist Äonen her, dass unsere Hoffnung so hell brannte. Heute hast du dich würdig erwiesen, das Erbe von Ma anzutreten. Er meint mich! Danke, große Statuenheit. Das Grabmal war gar nicht so schwer. Dir wird nun große Macht zuteil und damit verbunden auch große Verantwortung. Vor Äonen führten die Precursor einen schrecklichen Krieg gegen die Orakwan. Jene dunklen Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Mit ihrem Anführer zerstörten die Metallschädellegionen unsere große Zivilisation und durchsuchen nun ungehindert das Universum nach den letzten Überbleibseln unserer Macht. Ma versteckte den Precursor-Stein in diesem Grabmal, um ihn vor ihnen zu beschützen. Er ist unsere letzte Hoffnung und du wurdest auserwählt, diese Hoffnung am Leben zu erhalten. Du verwechselst mich mit jemand anderem. Ich will nur den Stein. Es ist Zeit, deiner Bestimmung zu folgen. Sieh her. Wow! Alle Nibule! Ihr Narren! Ihr habt mich direkt zum Stein geführt. Eure erbärmlichen Untergrundfreunde hatten keine Chance gegen meine Gardisten. Mit der Macht des Steins werde ich all meine Feinde zerreißen. Wenn ich den Stein habe, wirst du der Erste sein. Scheusal! Der Precursor-Stein ist nicht für dich bestimmt. Hier ist ein Geschenk für dich. Ach du Scheiße. Fuck you. Ich wusste, ich habe nicht mit dem Bosskampf gerechnet. Tut mir leid. Ach, so geht das. Ich verstehe. Cool. Aber wie ist nochmal Grand Monster Slam? War auch ein geiles Spiel. Ja, egal. Ja, wenn das so weitergeht, komm ich mir klar. Ich weiß nochmal so ein paar Bömskis. Stein gehört deiner Mutter. Zack. Nicht getroffen. Baut! Ach, fuck you. Egal, der hat mich nicht mehr erwischt. Das ist, was für mich wichtig ist. Wo kommst du jetzt her? Ey, ey, ey. Oh Gott. Du Ratte. Oh Gott. Bomben. Hier ist was ganz Besonderes. Ah, cool. Der war recht effektiv eigentlich, der Versuch. Was hast du jetzt vor? Nicht rum. Oh, der macht hier Scheiße. Oh, fuck. Ah, jetzt hat er mir erwischt, der Sack. Okay, 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 okay. Ja, aber klar, natürlich. Also, da habe ich mit nichts anderem gerechnet, als dass ich jetzt wieder von ganz von vorne anfangen muss. Aber der geht eigentlich klar. Das Ende ist ein bisschen tricky, wenn der rot ist. Also von dem Bömpkiss hier. Kann auf jeden Fall schon mal gut Schaden eigentlich mal machen pro Versuch.
Vier Bomben braucht er, glaube ich, immer, ne? Genau. Ach, schade, hat leider nicht mehr funktioniert. Meine kleinen Freunde werden sich um dich kümmern. Say hello to my little friend. Ach, leck mich doch am selbigen, ey. Mann! Ist doch nicht zu glauben. Natürlich könnte ich hinter die Säulen gehen, ist mir auch klar. Eins, zwei und drei und vier. Nein, ich hab's nicht getroffen. Ich halte es nicht aus. Was ein Scheiß. Können wir es nochmal runter oder gibst du nur nochmal eine Bombe? Nee, du bist wieder Spinnchen. So. Jetzt kannst du ruhig mal wieder Bomben schmeißen. Die Säule ist weg. Das ist nur eine Bombe, die treffen muss. Das klappt immer noch nicht. Er hat die Brücke Wasserstein. Oh fuck! Jetzt macht er erstmal seinen. Rass. Ah, du kleine Ratte, echt, ey. Das bin ich, weil ich kann, weil ich nicht kann. Das wäre auch schon mal ganz nice. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin der Retter der Stadt, nicht du. Du kannst mich gewinnen. Scheiße! Schieß. Netter Versuch, aber ich habe den Stein immer noch. Keine Angst, ich werde sein volles Potenzial ausnutzen. Bald werden all meine Gegner durch seine Macht vernichtet. Ja, ne? Aber gerockt, würde ich mal sagen. Gute Miene zum bösen Baron. So oder so ähnlich. Hui. Nice. Ja, schade. Den Stein haben wir jetzt zwar nicht, ne? Aber immerhin den Baron ein zweites Mal schon besiegt. Ah, Mann, ey. Mich stört das trotzdem, dass mir einfach ein Stück Gameplay jetzt fehlt. Ich habe dabei, glaube ich, nochmal die Möglichkeit, Missionsauswahl zu machen. Oder es gibt irgendwie Cheats. Also ich glaube, mit dem Gameplay-Technik hat mir jetzt nicht so viel gefehlt, aber ich denke mal, eine Sequenz auf jeden Fall. Weil irgendwas muss ja jetzt dazwischen passiert sein, ne? Zwischen ich habe Dexter nicht und ich habe Dexter wiedergefunden. Egal, egal. So, mal gucken, wo unsere Kollegen überhaupt jetzt sind. Der Blach, der alte Sack, und Samos. Und hier haben wir jetzt natürlich schön erstmal Ruin. Warum ist der gelb? Gibt es jetzt eine neue Truppe? Hm? Dieses Gebiet ist Sperrzone. Der ist auch gelb. Ups. Hat ja schon irgendwas hier getan seit den letzten 3 Sekunden, seitdem wir nicht mehr gespielt haben. Achso, genau. Ich wollte nochmal eigentlich mal checken. Haben wir hier noch irgendwas nebenbei zu erledigen? Da oben ist klar. Nee. Gut. Ja, ich würde jetzt gerne auf jeden Fall nochmal die nächste Sequenz zumindest sehen. Oder möchte ich das? Ja, nein, vielleicht. Wollen ja. Aber ich fahre nur dahin. Und dann würde ich dann die heutige Aufnahme beenden. Wir werden aber gleich trotzdem nochmal schauen. Weil ich hatte das jetzt eigentlich so verstanden, dass ich nur die Sachen aus dem ersten Akt freigeschaltet habe.
Also wie sich das jetzt, also die Sequenzen meine ich jetzt. Wann jetzt der erste und wann der zweite Akt kommt, keine Ahnung. Das kann ich jetzt persönlich nicht erkennen. Es kommt jetzt kein Forum, wo gesagt wird, zweiter Akt. So wie es bei Discworld der Fall war. Deswegen, aber das war jetzt schon ja, storytechnisch schon relativ relevant, was wir da jetzt gerade mitbekommen haben. Zum einen natürlich die Prüfungen und allem drum und dran, ne? Und dann, dass der Baron da auch nochmal am Schließen ist, dass der den jetzt natürlich auch noch hat. Und dass die, das alte Volk quasi auch schon gegen die Metallschädel gekämpft hatte, beziehungsweise die Metallschädel die Zivilisation kaputt gemacht haben. Jetzt auch wissen, warum sie es haben, warum sie das letzte Fünkchen Macht auch noch für sich beanspruchen möchten. Und ja, deswegen könnte es sein, dass es hier vielleicht der nächste Akt auch schon zu Ende ist. Und dass wir damit wiederum vielleicht hier schon was reingeschaltet haben. Szenenwiederholung Akt 2. Genau. Keine Ahnung, was das jetzt gerade eben ist, kam aber schon vorhatten, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber egal. Ne gut, ich werde dann hier einmal Savorn. 67%, gerade hatten wir noch 64, oder? Das heißt, der Bosskampf, das war jetzt nochmal 3%. Alter Vater. Egal. War dann heute relativ effektiv. 9% haben wir dann, glaube ich, heute geholt, wenn ich mich nicht täusche. So viel wie schon in den letzten drei Aufnahmen nicht mehr. Und ich will jetzt trotzdem einmal nochmal ins Hauptmenü zurückkehren. Oh, und dann mal gucken, ob ich da vielleicht noch eine Sequenz finde. Ach, Entschuldigung. Mein Gott. Ich finde, ich mag das generell. Das habe ich, glaube ich, schon in so vielen Let's Plays gesagt und hier wahrscheinlich auch schon tausendmal. Ich mag die Funktion der Szenenwiederholung. Das gefällt mir. Treffen mit dem Schatten. Ich hasse Hosen, Katzenkampf, Abfahrt. Alter, wie viel es hier gibt, ne? Ah! Der erste Strahl, der zweite Strahl. Tür öffnet sich, der Precursor-Stein. Baron stiehlt die Show. Lichtturm steigt auf. Okay, das haben wir geschafft. Jack findet Mars Grabmal. Gucken wir mal, was das ist. Das ist wahrscheinlich Laserstrahl, wie er das... Geschafft. Ah, nee, das ist das, okay. Dexter reicht eine Hand. Das ist, glaube ich, wo das Geröll kommt, genau. Und jetzt müsste die Sequenz kommen, die wir, glaube ich, nicht gesehen haben. Oder vielleicht doch. Nee, da fehlt was. Also dazwischen fehlt was. Vielleicht habe ich das auch einfach nur nicht gesehen. Das kann ja auch sein. Was ist das? Dexter. Nee, das ist auch... Okay. Ja, schade. Also, dass da vielleicht gar keine Sequenz war. Weil wenn, dann können wir die hier sehen, auch wenn wir die gesehen haben oder nicht. Gehe ich mal ganz stark von aus. Egal, dann ist es so. Dann höre ich jetzt hier für heute auf jeden Fall erstmal auf. Den zweiten Akt haben wir jetzt offensichtlich auch beenden können, erfolgreich. Und ich muss sagen, es läuft momentan immer noch echt rund. Also auch die Hauptmission, dann die Mission, die stelle mich schon mal vor, der ein oder andere Problematik. Ich habe auch noch mehr als genug zu tun. Ich muss ja so viele Level nochmal besuchen, die letzten Orbs holen. Ich muss auch noch die letzten Rennen machen, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Ich muss noch die ganzen Schusssachen machen, die ich noch nicht, also ich gerade mal eben auf Bronze geschafft habe. Das heißt, ich habe noch mehr als genug zu tun, ja. Aber mich beruhigt das echt unglaublich, dass ich die Hauptmission bisher echt gut hinbekomme. Ich habe das so schlimm in Erinnerung gehabt. Entweder sind meine Skills gestiegen oder meine Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 15 Jahren gesammelt habe, seitdem ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, haben dafür gesorgt, dass ich vielleicht etwas ruhiger die Sachen angehe, im Gegensatz zu früher. Oder ich bin vielleicht einfach mutiger geworden und dann denke ich, wenn ich Zeitlimit habe, direkt, dass ich komplette Panik bekomme. Ich weiß ja, aber ich komme bisher echt mega gut durch. Ich krieg's aber erst richtig mit, ob ich wirklich besser geworden bin, wenn ich beim letzten Endgegner bin, weil der hat mich damals richtig abgefuckt, das weiß ich noch. Da habe ich sogar noch mit dem Alex Raven damals telefoniert. Und der hat mir dann irgendwie nach dem 85. Versuch gesagt, komm, Lenz, das schaffst du einfach so. Hat es einfach mal so ausgesprochen, ich habe es wirklich geschafft gehabt. Werde ich nie wieder vergessen. Gut, ja, ist auch egal. Wie gesagt, hier ist dann erstmal Schicht für heute. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, beim nächsten Mal wird dann wahrscheinlich der Start des dritten Aktes dann auch kommen. Bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich wirklich an nicht mehr viel erinnern. Letzten Bosskampf, selbst wie der funktioniert, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, das war die Hölle. Und ja, ich denke mal, da werden wir dann auch vielleicht noch ein paar Waffen-Upgrades bekommen, dass wir dann auch die restlichen Goldsachen holen können, weil das juckt mir unter den Nägeln. Ich will es machen, ne? Weil es hat gestern Spaß gemacht und ich war froh, dass ich die Sachen hinter mich gebracht hatte. Und ich habe noch so viel vor mir. Aber egal. Gut, ja, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, schön was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.